Hey Leute, Versuch Nummer 2. Ich habe gerade eine Story gedreht, aber irgendwie wurde ich gerade nicht gepostet, weil ich mit dem Handy rübergeswiped habe und dann verschwindet das, was ich erzählt habe. Hört man die Musik? Ne, egal. Auf jeden Fall, ich mache gerade vor der Arbeit, direkt vorm Eingang, mache ich eine Story. Ich hoffe, mich sieht keiner. Also ich versuche mich kurz zu fassen. Dieser Moment, wenn man im Auto fast eingeht, weil es mittlerweile 34 Grad sind. Vorher waren es 36, ich habe die Klima angeschmissen, jetzt sind es 34. Kennt ihr diesen Moment, wenn es so heiß ist im Auto? Schrecklich! Was ich euch sagen wollte, ich werde nicht nach Freiburg fahren. Ich wollte nach Freiburg fahren, aber ich habe keine Lust, wegen einem Foto jetzt nach Freiburg zu fahren. Ich habe nämlich ein Bild von meinem Opa ausgedruckt für die Beerdigung, die am Donnerstag ist. Und ich habe morgen einen Termin wegen meiner Zahnspange. Ich muss meine Schiene, was für eine Zahnspange? Wegen meiner Schiene, meiner losen Schiene. Die muss ich mitnehmen. Ich muss gucken, dass keiner meine Arbeit sieht, dass ich eine Story mache. Ich habe beim Schneidezahn auf der linken Seite, beim Schneidezahn, habe ich so einen kleinen Schönheitsfehler und der muss korrigiert werden. Man sieht ihn nicht, ich sehe ihn aber. Man sieht ihn, wenn man nur ganz genau hinschaut und vielleicht mit einer Lupe oder so, also wenn man ganz nah rangeht. Aber mich stört das, dafür habe ich meine Zähne nicht machen lassen, damit die so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Wie gesagt, ich sehe es, ihr seht es jetzt nicht, aber das muss gemacht werden. Und ich denke, das werde ich verbinden, wenn ich morgen den Termin habe, dann kann ich genauso gut auch morgen in die Stadt fahren und das Bild abholen. Ich werde nur kurz anrufen, fragen, ob die Qualität in Ordnung so ist. Und dann werde ich es morgen abholen, wenn ich in Freiburg unterwegs bin. Das war's auch schon. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Das mit meinem Opa habe ich euch ja gesagt. Er ist 90 Jahre alt geworden. Er hat ein schönes, langes Leben gehabt. Gegen Ende nicht mehr so schön. Ihm ging es nicht mehr gesundheitlich gut und es ist jetzt besser so, wie es ist. Ihm wird es jetzt besser gehen im Himmel. Das weiß ich ganz sicher. Es ist hart und die Beerdigung wird hart am Donnerstag. Aber das Leben muss weitergehen. Und ich hoffe, es nimmt mir keiner krumm, wenn ich trotzdem positiv fröhlich bleibe und auch weiterhin fröhlich sein werde, weil das Leben geht weiter. Das Leben muss weitergehen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch einfach einen ganz tollen Tag. Ich muss noch mein Auto saugen und waschen. Es wird bald mal wieder Zeit. Heute ist ja geiles Wetter, da kann man das ja tun. Auf jeden Fall hoffe ich jetzt, dass meine Story hochlädt und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.